Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origins. Ich denke, wir werden jetzt erst die Maske der Echse erledigen und dann kümmern wir uns um die Nebenaufgaben. Dann geht's zurück zum Krokodil. Boot geht es schneller. Dann fahren wir mit dem. Also, wie fühlt es sich an, der Magi von ganz Ägypten zu sein? Manchmal ist es wie einen Ameisenhaufen zu hüten. Aber ich bin stolz, den Bedürftigen zu helfen. Das bin ich auch. Und stolz, der Königin zu dienen. Hast du den Hohepriester gesprochen? Ja, vor der Ankunft der Königin. Sie kommt nach Memphis? Ja. Die verbannte Herrscherin kommt ins Herz des alten Ägyptens. Das wird dem jungen Ptolemäus nicht entgehen. Mein Herz springt vor Freude, dich zu sehen, Bayek. Ah ja. Du bist der einzige Lichtblick in meinem Leben. Ich will mal ein Foto von der hübschen Aya machen. Die sieht richtig hübsch aus. Richtig nice. Er sah mit Bart und Haar, mit langen Haaren auch besser Lichtblick aus. Lichtblick in meinem Leben. Ich will dich wieder an meiner Seite. Ich bin an den Dienst der Königin gebunden. Und unser Bund? Bedeutet so viel wie immer. Aber wir kennen die Taten des Ordens. Bekämpfen wir ihn Schulter an Schulter. Ich gab der Königin mein Wort. Was tat sie für dich, das ich nicht auch tat? Sie hebt meinen Blick zum Horizont. Ich werde unseren Verlust immer betrauern. Immer. Doch ich muss eine Welt schaffen, die größer ist als unser Schmerz. Auf das keine Mutter mehr durchmachen muss, was ich erlebt habe. Wenn ich die Echse getötet habe. Wenn du die Echse getötet hast, verlasse ich Memphis. Dann folge ich dir. Lass uns gemeinsam jagen, so wie früher. Du sprachst von beunruhigenden Träumen. Willst du mir von ihnen erzählen? Ach. Nein. Ich möchte dich nicht belasten. Irgendwann müssen wir darüber reden. Ich fahre jetzt einfach. Wenn der Sand sich legt. Wenn der Sand sich legt. Wann wird das sein? Bald. Hoffe ich. Ich fahre jetzt einfach. Ich kehre dann später wieder zurück. War das ihr Ernst, als sie sagte, mit dem Boot geht es schneller? Gib den Weg frei. Also ich bin hier am Rudern und Madame lässt sich schön durch die Gegend kutschieren. Es geht überhaupt nicht schneller, aber egal. Achtung, ich kann nicht bremsen. Jetzt müssen wir Aya folgen. Was sich nicht als leicht entpuppt, weil sie ziemlich. Ja, ist man nicht ziemlich langsam? Gib den Weg frei! Folge Aya in das Quartier des Apis-Stiers. Nee, du bist nicht die Schwangere. Ich hab mich getäuscht. Mein Gott, ich würde mich hier verlaufen, ey, wenn ich hier wohnen würde. Wo sollen wir anfangen? Geh du zum göttlichen Stier. Ich spreche mit den Priesterinnen. Ach, natürlich. Lass mich nur den Stall ausmisten. Hey,
Fütterst du den Apisstier? Nein. Um sowas kümmern sich für gewöhnlich die Priesterinnen. Weißt du, wo sein Futter gelagert wird? In dem Gebäude, dort drüben bei der Treppe. Aber es wurde abgeschlossen, als der Stier krank wurde. Hab Dank. Das Futter könnte Schuld an der Krankheit sein. Aber ich muss ganz sicher gehen. Ich brauche mehr Beweise. Wir untersuchen jetzt erstmal den schönen Stier hier. Pasche Remta hat einen Vorkoster für das Wasser des Gottes. Das sind Opfergaben für den Stier. Nichts Verdächtiges. Da kostet einer echt das Wasser für den Stier vor? Dein Fell hat seinen Glanz verloren, Herrlicher. Deine Flanken sind eingefallen. Möge Hathor dich stärken. Eigentlich ein Zeichen dafür, dass er krank ist, ne? Ah, da hinten noch. Futter für den Stier. Der Rest wird vermutlich in diesem Schuppen gelagert. Pfirsichkerne. Wenn der Apisstier damit gefüttert wurde, erklärt das seinen Zustand. Oh, ich weiß auch warum. Und diese Kette hier. Eine der Zwillingspriesterinnen hat so etwas getragen. Mal sehen, ob eine von ihnen weniger um den Hals trägt. Und zwar, weil alle Kerne, die in Früchten stecken, also zum Beispiel halt Apfelsinenkerne, Nektarinen und so weiter und Apfelkerne und all sowas, da drinne steckt auch Cyankali, also Blausäure. Wir müssten zum Beispiel eine unsagbare Menge von diesen Kernen essen, damit es für uns überhaupt lebensgefährlich werden würde. Weil Blausäure steckt ja auch in zum Beispiel in Zigaretten oder sonst irgendetwas. Aber für Tiere ist das nochmal was ganz anderes. Bei denen reicht auch eine kleine Menge von diesen Kernen, je nachdem auch wie groß die sind. Und sie kriegen eine Vergiftung. Zum Beispiel bei Hunden oder Katzen muss man da auch tierisch aufpassen. Boah, war jetzt eine kleine Stunde für euch. Seid gegrüßt, Schwester. Wie ich dachte. Eine der Priesterinnen trägt ihre Kette nicht. Wie lange dient ihr schon in diesem Tempel? 2 Monate, seit der neue Stier auserwählt wurde. Das ist eine heimtückische Art, ein Tier zu vergiften. Meine Schwestern, das war sicher ein Versehen. Einer, vielleicht. Aber kein Scheffel. Wir mussten Pankratas retten. Hä? Wen? Unseren Bruder. Banditen haben ihn verschleppt, als wir über den Markt gingen. Sie zwangen uns, den Gott zu vergiften. Sie wollten unserem Bruder den Krokodilen vorwerfen, wenn wir... Wir haben seitdem keine Nacht geschlafen. Es tut mir so leid. Wir hatten keine Wahl. Wir wollten nicht... Hier ist etwas faul. Das hier ist kein Fluch. Der Orden wird dahinter stecken. Geh ohne mich zum Tempel der Hathor. Ich lass die Zwillinge nicht allein. Klar, halt du dich mal wieder schön da raus, Mädel. Ach, guck mal, jetzt hier ist wieder ganz viel aufgeploppt hier. Ach, guck mal, dann sammle ich die schnell ein. Dann sammle ich die andere ein und dann mache ich bei der weiter. High Position Gere. Ich kann es nicht mehr hören. Achtung! Was hast du nur? Pferd, also ich muss ganz ehrlich sagen, das geht auch ein bisschen vorsichtiger. Okay.
Oh. Ich glaube, unser Pferd stirbt jetzt gleich. Geht das überhaupt? Ja. Nee. Wenn es zu hoch ist, dann... Ich mach das alleine. Warum weinst du? Dein Fluch ist gebannt. Du hast auch ein Kind verloren. Also solltest du verstehen, dass die Furcht einer Mutter niemals endet. Oder der Zorn eines Vaters. Furcht und Zorn sind berechtigt in einem zerbrechlichen Leben. Bitte, überlass mich meinen Tränen. Wenn du mir folgen würdest, lassen wir ihr etwas Freiraum. Kann ich etwas tun, um ihr zu helfen? Sie fand ein Ritual des Schutzes in einer uralten Schriftrolle. Es fehlen nur wenige Zutaten, um es... Ich finde sie. Klar, und wir wissen auch jetzt hundertprozentig, welche Zutaten das sind, weil wir ja gerade auf der Schriftrolle nachgesehen haben. Warte, Neb. Eine rastlose Seele ist eine Kranke. Meine Herrin braucht Teile frisch getöteter heiliger Vögel. Und würdest du auch einen blau glasierten Fruchtbarkeitstalisman holen? Es gibt ein Geschäft südlich des Tempelbeckens, wo man so etwas finden kann. Ich treffe dich danach auf der Straße zu den Pyramiden. Ich wünsche dir Erfolg. Okay, ich nehme alles zurück. Zuerst den Ritualgegenstand. Und dann die Vögel jagen. Okay. Erstmal nehme ich hier so ein leckeres, so ein schönes Kamel mit. Ich wollte gerade sagen, leckeres Kamel mit. Das wäre jetzt ein bisschen eklig geworden. Was los, Senno? So, sie hat hier schon wieder entdeckt. Das ist ein toller Vogel. Sie ist ganz schön schlau, ne? Ganz schön auf Trab. Aber sie zu steuern ist echt ätzend. Oh, sprecht doch nicht hier so einen komischen Mix aus, weiß ich nicht, ägyptisch, arabisch und deutsch. So, der hat hier ein Nilpferd und ein Krokodil. Was willst du, Giftmischer? Bin ungern wieder bei dir. Ich will über meinen Traum sprechen. Natürlich, Erlöser. Aber zunächst musst du mir helfen. Natürlich. Wie? Ich habe Visionen von Gefahren. Eine dunkle Wolke türmt sich über drei Köpfen auf. Ein Abenteurer, eine Herzensbrecherin und ein Bettler sind in Gefahr. Was kann ich für sie tun? Gib jedem ein Amulett, das sie vor der Finsternis beschützt. Einen findest du nahe des großen Tempels. Einen im Ostbezirk und einen in den Tunneln, die sich darunter erstrecken. Ich warte an den Kais, am Becken des großen Tempels. Kannst du erstmal ein bisschen lange drauf warten. Ich habe jetzt noch was zu tun. Oh. Wie praktisch, ne? Dass er direkt da wie heißt das? Fort? Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Oh. So, hilft den Zivilisten machen wir jetzt mal nicht. Ich muss dann nämlich einfach mal erstmal so hoch. Es ist unehrenhaft, so leichte Leute zu töten. Da ist gar nichts. Diese Zone ist tabu. Was ist denn da los? Überrumpelt heute nichts. Ach so. Hey, hast du das gehört?
Sei wachsam, Bruder. Unten drunter sind noch welche, die da spazieren gehen. Wie wäre es, wenn ich dir in den Hals pissen würde? Yee. Und das dann Wein nenne? Wirklich überaus vulgär. Geil. Wie wäre es, wenn ich dir in den Hals pisse und das dann Wein nenne? Cool. Coole Sache. Cooler Spruch. Mhm. Verdammt! Ich werde gesehen. Hey. Friss das, du Ratte! Der andere geht da lang. Können nicht die einzigen sein. Hey, was? Bist du Pankrates? Das bin ich. Preist die Götter, dass sie einen starken Krieger zu meiner Rettung schicken. Du bist verwundet. Ich trage dich nach Hause. Waren hier nicht noch Zivilisten? Du gehörst mir. Ach, da sind Zivilisten. Will ja gucken, wo ich ihn rausschleppe am besten. Wo ist denn der Ausgang? Da vorne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier die einzigen waren. Hey, was? Was? Na, los. Sehr schön. Hey. Der nächste. Wo ist der Typ jetzt? Da. Hier müsste jetzt eigentlich auch noch eine Wache stehen. Erzähl mir von deiner Entführung. Ich spreche lieber nicht im Freien darüber. Und außerdem machen mich meine Wunden wirklich sehr müde. Du tust überhaupt nichts. Du lässt dich sogar tragen, Junge. Kannst dich ausruhen und gleichzeitig mir davon der Scheiße erzählen, die da läuft. Robin, eh? Alles muss man selbst machen. Hier ist mein Haus. Bevor wir hineingehen, lass uns reden. Du
Gerne. Ich erspare meinen Schwestern lieber die hässlichen Details meiner Geschichte. Natürlich. Der Mann, der meine Entführung befahl, ist ein Priester des Anubis im großen Tempel. Ein Priester aus Pascherentas Zirkel. Wie kann ich ihn finden? Er trägt einen blauen Schal und hat schrecklichen Husten. Die Echse. Sie ist gezeichnet. Pankratis! Bist du verletzt? Wurdest du misshandelt? Sie haben mich gefesselt und gaben mir nichts zu essen, außer trockenen Brotresten. Und? Das ist das Werk der Echse. Also werde ich meine Hände mit dem Blut eines weiteren Priesters beflecken. Der Orden ist überall. Zum Schutze Ägyptens wäre ich bereit, auch 1000 Priester zu töten. Wir sind der Gewalt verpflichtet. Jetzt. Und für immer. Ist sie eigentlich die Frau noch, die er kennengelernt hat? Pascherenta muss davon erfahren. Er wartet am Palast. Ich habe Pferde für uns bereit. Reiten wir um die Wette, wie damals in Siwa? Was? Ah, nur wenn du bereit bist zu verlieren. Gewagte Worte. Mal sehen, ob du auch lieferst. Ich wollte das Schwarze. Friss meinen Staub! Und wo geht's lang? Und was bekommt der Gewinner? Das erfährst du nie. Du bist langsamer als Ramses und der ist schon ein paar Jährchen tot. Das hältst du nicht lange durch. Wollen wir wetten? Und mein Pferd rennt gar nicht, finde ich. Also es ist... Schneller, mein Pferd, schneller! Ich habe etwas zu beweisen. Ne, kann nur kämpfen. Sie gewinnt. Haha! Das erwartete Ergebnis. Wenn du so sicher bist, fordere ich Revanche. Keine Zeit. Was hat das zu bedeuten? Die Königin wird reden? Solange sie herrschen, liegt ein Fluch über dem Land, der die Nilflut versiegen lässt. Aber wenn die lebende Göttin erst wieder den Thron besteigt, wird das Wasser aufs Neue fließen. Durch uns strahlt Memphis wie in Gold gefasste Rubine. Durch uns wird Ägypten triumphieren. Ich weiß jetzt nicht, ob das Freundenrufe sind oder... das Buhrufe waren. Wir dürfen sie nicht verlieren. Sie müssen unsere Stimme als göttlich erkennen. Meine Königin. Ist der Apisstier immer noch krank? Wir kennen jetzt den Grund seiner Krankheit. Er wurde vergiftet. Wer war es? Die Zwillingspriesterinnen. Koche sie zu Tode in einem Bronzebullen. Göttin, nein. Sie wurden erpresst. Ihr Bruder ist von einem Priester mit blauem Schal und starkem Husten entführt worden. Hetepi! Aber er gehört zu meinen engsten Beratern. Die in unserem Schatten leben, sind am wenigsten vertrauenswürdig. Wenn sogar Hetepi gegen mich arbeitet. Deine Familie wurde bedroht von ihm. Doch jetzt ist sie sicher. Wir überstehen das.
Die Priester des Anubis feiern ihre Riten im großen Tempel. Such nach ihren Masken. Meine Klinge ist genauso gut wie seine. Nein, Aya. Lass mich. Völlig egal, wer den Priester tötet. Bringt es zu Ende, bevor wir nach Herakleion aufbrechen. Warte! Tanun, der Vater, sende Kraft in deinen Arm. Was ist, wenn ich ihn mit dem anderen Arm erschlage? Scherz. Was guckst du, hä? Alles klar? Ich schau dir in die Augen, Kleines. Ich kann mich nicht bewegen. Die Echse, so. Hitepi. Ist wo? Muss ich die Quest vielleicht erst aussuchen? Wo ist aber erstmal der große Tempel? Ach, da hinten, guck mal. Perfekt. Reisen wir dahin. Ich glaube, den mache ich jetzt noch tot und dann mache ich Schluss mit der Folge. Kann nicht so langsam neben ihm sitzen. Tut der Arsch weh. Und Hunger. Hunger hat die Saya. Die Saya hat Hunger. Boah, ich war vorhin noch mit dem Hund draußen. Und boah, es ist momentan ja arschkalt, ne? Also, hier ist es auf jeden Fall arschkalt. Ey, boah. Und mein Hund, der braucht ja immer so ewig lange, um sich einen Baum zu suchen, wenn er groß muss, ne? Oh, und dann stehst du da, ne, und du frierst und der Hund, der sucht und dreht sich 20 Mal um den Baum. Priester des Anubis. Aber ist es Hitepi? Ist das der Mann, den ich suche? Hier ist noch einer. Oh. Noch ein Priester des Anubis. Noch ein. Wie viele Priester braucht eine Stadt? Vollkommen egal. Wir wissen, dass er einen blauen Schal trägt und hustet. Das reicht uns doch. Gib den Weg frei. Aus dem Weg. Rein darf ich ja, ne? Ja, rein darf ich. Nur einer dieser Priester muss sterben. Ich muss mit Bedacht zuschlagen. Wo hat denn hier einer gehustet? Oh, guck mal, da hat einer gehustet. Hab ich dich nicht schon mal gesehen? Nee. Oh. Elende Missgeburt, was soll das werden? Okay, der Typ ist es nicht. Oh. Dann habe ich da jetzt noch zwei Stück. Oh.
Denke gut. Achtung. Toll. Der pennt. Der pennt auch. Hanichiru. Dann habe ich jetzt noch zwei. Na, ja, da ist auch einer am Husten. Das war sehr einfach. Die Echse! Der Priester, der Memphis verflucht hat! Ich diene nur dem alten Ägypten. Es fordert einen hohen Preis. Unschuldige werden verstümmelt. Kinder aus dem Leib gerissen. Der Name des Hohepriesters missbraucht. Sein Name war schon beschmutzt, bevor du kamst. Die Massen sind die Herden der Götter, getrieben von der Peitsche des Hirten. Du bist einer von ihnen, Bayek. Du bist ein Rind! Mich treibt nur der Wille an. Nicht Furcht. Oh ja. Und wer schwingt die Peitsche hinter deinem Rücken? Wer verlangt, dass du deinen Ka mit meinem Tod befleckst? Ich habe meine Götter. Triff du die deinen. Und jetzt heißt es sehr schnell abhauen. Ich krieg Vibrations. Durch deinen Tod wird der Fluch über Memphis gebrochen. Ich informiere die anderen. Zeit für dein nächstes Leben. Lauf doch mal, Bayek. Götter, das war sehr knapp. So wirst du mir nicht entkommen. Boah. Okay, hab ich. Oh, so, die Echse war wesentlich einfacher zu töten. Also bis jetzt waren am schwersten eigentlich nur die Hyäne. Zu besiegen. Wegen dem Sandsturm und das alles und wegen den Feuerpfeilen und so. Nö. Hä? Aber ich verlaufe mich andauernd in diesen blöden Tempeln, ey. Geh mir aus dem Weg, Junge. Bei den Göttern. Bist du betrunken? Ja. Vor Glück. Aber sie taten es nur, weil sich ihr Bruder in Lebensgefahr befand. Der Fluch ist keine Bedrohung mehr. Tepi. Was hat ihn zu einem solchen Wahnsinn getrieben?
Memphis gehört wieder euch. Uns. Da dies nun geklärt ist, können wir endlich das Fest zu Ehren von Apis vorbereiten. Mögen Dämonen Hetepis Ka verschlingen. Und mögen die Schuldigen für Chemos Tod ihm bald folgen. Nett eigentlich noch, dass sie dran gedacht hat. Und wir werden einmal mehr dran erinnert, für wen wir das eigentlich tun. Wir rächen den Tod unseres Sohnes. Es schmerzt dich zu verlassen, aber ich muss alleine gehen. Ah ja. Ich werde meine Pflicht erfüllen. Wo führt dich deine Pflicht hin? Nach Norden, um das Meer zu entzünden. Ich trinke dein Wasser. Okay. Ich hoffe, wir jagen bald wieder gemeinsam. Bis dahin machen wir die Nacht zu der unseren. Und wieder einmal wird geknattert. Dieses Spiel ist ziemlich, also dieser Teil ist ziemlich darauf ausgelegt, dass die Protagonist, also dass unser Protagonist Sex hat. Klar, er geht dem Alltag nach. Er trinkt ihr Wasser. Ja. So, Karte. Ist noch was freigeschaltet worden in der Zeit? Nein. Lass mal einmal allgemein mal gucken hier. Guck mal. Oh, boah. Ja, wir haben auch noch viel zu tun, ne? Ich kann mir gar nicht vorstellen eigentlich, dass das hier bald schon vorbei ist. Achso, nee. Ich wollte Ausrüstung gucken, genau. Dreh dich einmal um. Fähigkeiten. 2 Punkte. Wenn Zeno im Schwebemodus ist, kannst du mit Gegner oder Tiere markieren, um ihren Bewegungspfad zu sehen. Ach, das ist jetzt nicht gerade. Überall 2 zum Lernen. Ein. Hilfsmittel setze ich eigentlich kaum ein. Was aber, wir machen jetzt den. Ne, der ist 2. Oh, wir machen jetzt Adrenalin. Und den hier.
Achso, ich habe noch gar nicht vorgelesen. Genau, die Echse. Hetepi. Hetepis finsterer Einfluss war in ganz Memphis zu spüren. Bayek verfolgte ihn sogar durch das Reich der Träume. Hetepi wurde im großen Tempel von Memphis erschlagen unter den Augen aller Götter. Dann haben wir die Hyäne. Kalised. Nach dem Tod ihrer Tochter war Kalised von dem Gedanken besessen, sie zurück ins Leben zu rufen. Mit Hilfe des Ordens entdeckte sie eine alte Gruft, von der sie glaubte, sie könnte Tote wiedererwecken. Die Hyäne hatte sich weit von der Realität entfernt und ihr Vorhaben unerbittlich verfolgt, sodass jede Seele in Gizeh unter ihr zu leiden hatte. Der Skarabäus hatten wir auch noch nicht vorgelesen. Tahaka war der mysteriöse Skarabäus, der Sais und Letopolis heimgesucht hat. Ein großer Mann, der so begierig war, Monumente zu errichten, die ihn überdauern, dass er dabei schreckliche Schmerzen verursacht hat. In seine dunkelsten Momente konnte Bayek ihn gut verstehen. Der Mann musste sterben, weil er Blut an den Händen hatte, aber Bayek betet, dass er damit keinen endlosen Rachekreislauf in Gang gesetzt hat. Wegen seinem Sohn, ne? Jetzt haben wir noch das Krokodil. Das Krokodil ist Mitglied des Ordens der Ältesten. Ich denke, wir werden dann bestimmt noch hier 1 und 2 haben. 3, vielleicht noch 4, 5. Keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es dann schon zu Ende ist. Aber, meine Lieben, ich verabschiede mich bei euch und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.